Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Italien Victoria 3. Wir versuchen, die Nation zu gründen. Ja, und ich bin hier gerade nochmal im Marktbildschirm und wollte nochmal gucken. Eisen-Eisen-Möbel. Waren mit erheblichem Importnachfrage. Waren mit Export. Das ist eine schöne Übersicht übrigens. Naja, gut, egal. Wir wollten jetzt hier nochmal gucken. Ich wollte nochmal gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen schauen, dass wir vielleicht ein paar Produktionsmethoden anpassen. Zum Beispiel hier von der Wurst. Ja, da gucken wir jetzt mal rein. Lebensmittelfabriken. Da können wir hier nichts mehr machen. Achso, genau, da hatten wir, glaube ich, auch schon reingeschaut. Und da waren wir auch schon so weit zu sagen, es ist halt alles auf dem höchsten Punkt. Wobei einmal, warte mal eben. Hier gucken, Ampullien. Ampullien macht 35 Nahrung und 60. Und wenn wir das jetzt hier ändern auf Ditte hier, dann machen wir 30 Lebensmittel mehr. Das ist doch schön. Und 60 Spirituosen weniger. Genau, also quasi das andersrum gedachte. Weil der einen hat. Wenn wir das jetzt hier ändern, machen wir 180 Spirituosen weniger und 90 Essen mehr. Wir brauchen aber tatsächlich wirklich 100, also bräuchten wirklich ordentlich Lebensmittel erweitern. Wir haben ja noch zwei. Und eine bringt halt 35. Also wir bekämen 70 Nahrungsmittel mehr. Könnt ihr mir noch folgen? Ach Gott im Himmel. Dann machen wir nämlich einmal hier die normale Distillerie rein. So, das heißt, die würden jetzt hier tatsächlich einfach nur Lebensmittel produzieren. Wenn wir das hier machen würden, würden wir 30 mehr, weniger kriegen. Also wie bei Ampullien quasi, bekämen wir hier 65, genau, und 60 Spirituosen, die wir nicht produzieren. Ne? Kommt ja jetzt quasi nicht mehr dazu, es bleibt einfach nur etwas weg. Macht das denn Sinn? 70... Mich noch mal ganz kurz gucken. Wenn ich das jetzt hier mache, bekomme ich 60 rum dazu. Also ich bekäme quasi 60. Nee, noch mal ganz kurz gucken. Hier machen wir was. Hier gibt es keinen Durchsatz. Das heißt, hier gibt es auch nichts anderes. Also wir bekämen 70 Lebensmittel und 120 Alkohol. 70 Lebensmittel, dann fehlen noch 30. Und Alkohol... Was habe ich gerade gesagt? Ich habe jetzt ja nicht zugehört. 60, 120. Das heißt, das Alkoholproblem hätten wir komplett gelöst. Das wäre gar nicht so schlecht. Wir haben auch auf Alkohol eine Verbrauchssteuer. Kann man eigentlich noch eine Verbrauchssteuer einführen? Wir haben gerade 300 irgendwas Luxusbekleidung hier zum Beispiel. Für einfach mal 2,1 Kammer. Die Frage ist, was machen wir mit dem Geld? Ne? Auch Blödsinn. Also lassen wir das. Wir können halt Steuern senken. Dann bekämen wir 5 Legitimität. Und minus 10%. Aua. Wir hätten aber auch einfach mal im 8K Einkommensverlust. Ungünstig, sag ich da mal. Wir sind jetzt bei... warte mal, noch mal ganz kurz gucken. 8,7, 7,7, 7,2, 7,2, 5,2, 4,6. Dann werden wir mit 4,6 in Miesen. Gut, also wir lassen das mal hier so, wie es ist mit den Lebensmittelfabriken. Gucken wir mal weiter. Vasen haben wir wahrscheinlich eh keine, die wir produzieren. Papier könnten wir noch mal reingucken. Papierfabriken. Können wir hier was ändern? Nein. 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 Okay, da können wir nur einfach 3 neue bauen. Und eine bringt... Was?
Eine bringt 80. 80, 160, 240 Papier würden wir dann kriegen. 240 Papier ist natürlich viel zu viel. Da werden wir mal eine streichen hier. Dum, 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 dum. Streichen wir mal die in Sizilien, Kalabrien oder Abruzzen vielleicht. Kampanien? Dann ist eigentlich auch egal. Streichen wir mal eine. Machen wir mal eine Papierfabrik in Kampanien nach oben. Und mal diese Lebensmittelfabriken nach oben. Dann hätten wir die beiden Themen schon mal vom Tisch. So, 4 Holzfällerlager und so weiter und so weiter. Wir gucken mal weiter. Schauen wir mal bei den Werkzeugen. Wir können so ein bisschen laufen lassen nebenher. Ein bisschen schwatzen und mir Sachen angucken. Ist das nicht schön? Werkzeugfabriken. So. Da können wir einfach nur Eisen reduzieren. Das macht gerade keinen Sinn und hier haben wir auch nichts weiter. Also da sind wir quasi so, wir sind am besten aufgestellt. Ja, wir können krude Werkzeuge mit weniger, können wir dann weniger auch machen. Brauchen wir also auch nicht. Okay, da sind wir also schon bestens aufgestellt. Bei den Holzsachen könnten wir gucken und vor allem könnten wir hier mal schauen, ob wir da irgendwas importieren können. Nein. Waffenfabriken erweitern. Wir haben bis jetzt eine in Kampanien. Dann lass uns mal noch eine in Sizilien bauen. Wir haben 5 Stück in Gedönsrad. 5 Stück, die machen dann auch eine ganze Menge hier. Ah, die haben auch schon 4% Durchsatz. Also sagen wir mal, die machen... Aber die brauchen auch dann wieder. Investitionsstufe, Gesetzeshüter erhöht. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich gut. Hervorragend. So, hier blinken die Dinger. Eisen und Papier. Aber wir arbeiten ja am Papier, nicht wahr? Niedriger Marktzugriff in Kalabrien. Der liegt bei 99%. Das liegt an der Infrastruktur, richtig? Genau. Da können wir doch hier irgendwo einen Erlass, Straßenerhalt. Wo war das? In Kalabrien. So, dann müsste das jetzt hier in Kalabrien wieder in Ordnung gehen, oder nicht? Was ist das denn hier? Soziale Durchlässigkeit. Was ist denn das jetzt hier? Warte mal, was war denn das gerade? Jetzt sind die verschwunden. So, Infrastruktur haben wir gemacht. Alles klar, da müsste der Markt jetzt wieder da sein. Kalabrien. Ach, ich bin doch ein Idiot. Hier ist Kalabrien. Haha. Und Kampanien, das setzen wir natürlich mal wieder aus. Was haben wir denn hier? Soziale Durchlässigkeit. Kampagne in Kampanien verabschieden. 25% Bildungszugang. 25%. Ja, genau. Nationale Wertekampagne. Was haben wir da? Assimilierung und Bekehrung. Ich weiß nicht, ob wir das so brauchen. Grünes Gras, Migrationsanbeziehung, Einberufungsrate. Ja, Notsozialhilfe. Nö, ich denke, wenn wir jetzt hier in Kalabrien das gemacht haben, und die sind da wieder super aufgestellt. Ja, genau. Die sind super aufgestellt und die hier hatten nämlich auch schon genau genug Infrastruktur. Also das können wir so lassen. Da habe ich mich einfach mal vertan im... Kurz mal im Kalabrien, Kampanien, das ist ja alles irgendwie auch gleich, ne? Eieiei. So. Wir machen mal noch ein Holzfällerlager nach oben. Holz ist gerade auch schwierig. Also Papier, haben wir ja gerade gesehen, ist eine schwierige Ware. Eisen, Holz und Werkzeuge. Tja. Aber nochmal importieren können wir natürlich.
Aber wie ich ja schon immer sage, die Menge ist halt das Problem, ne? Vielleicht sollten wir im Bausektor einfach noch mal ein bisschen erweitern. Da machen wir 5 Miese. Ja, warte mal, hier machen wir nur 2 Miese. Dann erweitern wir das einmal hier. In den Abruzzen. Aus den Abruzzen kommen quasi die gesamten Bausektorleute an. So, und die machen wir mal in 3 Wochen, damit wir das hier fertig kriegen. Weizenfelder, Werkzeugfabriken, Baumwollplantagen. Die bauen irgendwie so die, ich weiß auch nicht, so Mega-Sachen bauen die auf. So, Luxusdinger. Oder so. Und ich wundere mich mal wieder, warum nichts weitergeht. Ich spiele aber wirklich wie eine Schnecke. Eieiei, teure Militärwaren. Ja, und produktive Handelsrouten. Ich meine, hier kriegen wir nur 5 für und machen halt 10 Miese, ne? Aus Österreich. Wir löschen die mal. Ich finde, Importhandelsroute, wir bekommen, ne? Das ist ein bisschen verwirrend. Jetzt haben wir gerade keine schwierigen Handelsrouten mehr. Ungenutzte Bauproduktion. Nee. Nicht jetzt nicht, denke nicht. Machen wir mal das Holzfällerlager. Ich glaube, das geht schneller. Sehr gut. Ja, hat unfassbar viel jetzt Auftrag gegeben. Aber ich finde, das muss auch sein. Wir müssen nochmal hier schnell bei den Institutionen gucken. Hier könnten wir nochmal investieren. Für minus 75 bekämen wir 30% politische Stärke. Ach du Heiliger, okay. Warum ist denn das so? Können wir irgendwas besser machen? Können wir alles nicht. Können wir die katholische Kirche mit reinbringen und die Industriellen wieder raus? Ne, im Grunde genommen können wir gerade nichts machen. Ungünstig. Die sind bei minus 1. Also haben wir abgenommen quasi, ja. Das ist ja ungünstig. Schade. Echt schade. So, jetzt machen wir minus 1,3k. Das ist natürlich auch ein Problem. Mangelnde Besteuerungskapazität ist immer noch ein Problem, die ganze Zeit über. Das sind die Zentralarchive, ne? Ja, genau. Die lösen jetzt das Besteuerungsproblem, hoffe ich mal. Dann können wir das schon mal abhaken. Und dann haben wir hier noch die atmosphärische Dampfmaschine für Kohle-Eisenminen. Das sollte auch einiges besser machen. Schraubenfregatten werden erforscht und in der Gesellschaft. Ja, die Zentralarchive mache ich schon. Dialektik. Pharmazeutiker, Gesundheitssystem. Wir haben leider kein Gesundheitssystem. Egalitarismus. Schaltet allgemeines Wahlrecht frei. 10% Prestige, das auch nicht schlecht. Wir brauchen aber 4 Jahre dafür. Moderne Kanalisation. Bausektor Maximalstufe. Auch nicht schlecht. Postersparnisse. Nun gut, ich würde mal denken, bis jetzt läuft ja alles nicht ganz so schlecht, oder? Unproduktive. Naja, gut, teure Regierungswaren. Wir sind ja an allem irgendwie dran. Es braucht
braucht halt nur Zeit, ne? Privatschulen. Jetzt Privatschulen, wenn die beschlossen, das wäre der Hammer. Wahrscheinlich nicht, ne? Disziplinierung und Bestrafung. Die Bedeutung von Disziplin in unserem neuen Gesetz wurde von einer Interessensgruppe, den Streitkräften, in den Plänen für das neue Bildungssystem als verbesserungswürdig erachtet. Erstens, wir sollten uns auf den Lehrplan konzentrieren. Dann bekämen wir 15% Erlassungszeit gespart. Die Interessensgruppe der Streitkräfte, die haben dann plus 6, die würden aber jetzt minus 2 bekommen. Das klingt gar nicht so schlecht, oder? Noch langsamer? Nein, nein, nein. Minus 15% Erlassungszeit. Das klingt doch super. Dann sind wir nämlich jetzt wie lange beschäftigt? Bis zum 21. März 45. Ja, fast ein halbes Jahr, ne? Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Vorankommen, immerhin. Blockade gar keine. Ja, 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 ja. Ui, die atmosphärische Dampfmaschine ist freigeschaltet. What the heck? Das ist ja gar nicht die ich jetzt hier. Warte mal. Ach Quatsch. Hier. Die erforsche ich ja gar nicht. Das ist ja schön. Da ist die schon irgendwie reingekommen. Na, wundervoll. Dann können wir nämlich gleich mal gucken in die Gebäude rein. Und zwar ist das jetzt hier irgendwo. Wahrscheinlich muss das hier leuchten. Eisen. Regierungsverwaltung. Was dann das hier auf. Ach so, einfache Organisationen. Säkuläre Verwaltung. Ich würde mal sagen, die Regierungsverwaltung stelle ich mal um, was? Die Universität werden wir auch auf die Säkulären machen. Sehr gut. Hätten wir das schon mal gemacht. Ländlich. Schwefelminen. Jetzt können wir hier umschalten. Ding, ding, dong. Ist nicht für mich. Kann nicht für mich sein. Ich wüsste nicht, warum es bei mir klingeln sollte, aber es klingelt. Naja gut, egal. Jetzt können wir hier nochmal... Was kriegen wir denn da? 10 Werkzeuge mehr und 10 Kohle mehr. Wir kriegen aber 40 Eisen. Das heißt, wir würden 120 Eisen mehr machen. Das ist natürlich schon eine Nummer. 30 mehr Werkzeuge und 60 mehr Kohle. Machen wir mal. Das heißt, wir haben die Eisenminen jetzt damit ein bisschen saniert. Und schwuppdiwupp. Sind das... Was haben wir jetzt hier? Kohle? Kohleminen erweitern. Warte mal. Wir haben gar keine Kohleminen. Wir haben keine Kohleminen. Okay. Interessante. Eisenminen. Gekauft von Eisenminen. Wir haben bis jetzt gar keine Kohlenminen gehabt. Okay, dann importieren wir einfach mal ein bisschen was. Nochmal 7 ist ja kein Problem. Glücklicherweise, aber doch ein bisschen verwunderlich, dass wir gar keine Kohlenminen hatten. Und so eine Kohlenmine macht jetzt was nochmal? Man kann halt auch leider gar nicht sehen, wie viel Kohle die da so ranschleppen, oder? Ich weiß nie genau, wo ich hier hingucken muss. Na gut, dann warten wir einfach mal ab, bis so eine Kohlenmine jetzt hier besteht. 13 Wochen ist natürlich schon eine Hausnummer, aber... Wo auch immer das Problem jetzt hier gerade liegt. Also wahrscheinlich, weil ich jetzt das umgestellt habe hier auf die... Ne, ist jetzt hier, aber können wir nochmal, warte mal, auf die... ne, hier, Kohlemine, Kohlemine. Atmosphärische Dampfmaschine, können wir nochmal Werkzeuge benutzen? Also wir haben bis jetzt keine Kohlenminen, dann machen wir das doch gleich so, dass wir hier auch richtig Kohle schöffeln. Ja. So. Das ist natürlich so ein bisschen Hauruck-Aktion. Aber warte mal, dann werden wir vielleicht eine Kohlemine wieder ein bisschen abbauen. So, müssen wir noch eine Kohlemine machen und mal gucken, was da so rauskommt. Damit wir dann den Kohlemarkt ein bisschen im Griff haben.
Aber jetzt geht es schon wieder runter, alles gut. Man muss ja manchmal so ein bisschen hysterisch gucken, was hier eigentlich passiert. So, das ist doch schön. Also wir erforschen die Zentralarchive, da gibt es die Besteuerungskapazität, dann ist das vorbei. Hier wird noch das Bankwesen erforscht, da kriegen wir den Gelddruck sowieso, das ist doch schön. Ah, läuft, würde ich sagen. Wasserrohrkessel. Das wäre auch sicherlich noch was, was wir auch mal einreihen könnten. Wham. Und bei Gesellschaft. Dialektik. 5% Prestige. Na, für die Kunsthochschule, ne? Gesundheitssystem, Lebensstandard. Plus 1 erwarteter Mindestlebensstandard durch Alphabetisierung. Was haben wir hier unten noch? Pan-Nationalismus. Plus 10% Autorität. Dim. Kristallglas. Patentbrennverfahren. Mechanische Werkzeuge, Präzisionswerkzeuge für Möbelfabriken, Werkzeugfabriken. Also da ändern sich ein paar. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das Bessemer-Verfahren. Intensiver Ackerbau. Wir lassen es erstmal so. Ich glaube, wir können gerade nicht so viel ändern. Ja. Und gut, da haben wir jetzt diese jetzt heute noch gar nicht reingeguckt. Wir sind halt immer noch bei minus 44. Oh, mein Magen brummt. Und ich kann da jetzt nicht so ganz genau sagen, was können wir denn machen, damit wir den Kirchenstaat hier irgendwie... Rivalität mit der Toskana. Man kann den auch nicht wirklich... Man könnte da die Beziehung verschlechtern, um dann quasi... Nicht verfügbare... Regimewechsel. Klientel, Unabhängigkeit, Dominionzwang, Vasallenzwang. Wir glauben, dass sich diese Länder einer der beiden Seiten anschließen oder neutral bleiben. Ja, und ich glaube mal, dass die sich nicht mir anschließen, ne? Wir könnten Frankreich und Preußen gewinnen. Was habe ich noch nie gemacht. Ne? Also ich habe ja eigentlich am Anfang des Let's Plays gesagt, ich möchte das Ganze auf friedliche Art und Weise lösen. Oh, what the heck? Irgendwas haben wir verloren. Warte mal. Die 4 sind die gleichen. Die 3 sind die gleichen. Hier Emilia. Was ist denn da los? Wo ist denn hier Emilia? Ist das hier Emilia? Einer von denen ist doch Emilia, oder sind das nicht die 3 sogar? Haben wir einen verloren wieder? Das kann ja gar nicht sein, das ist ja... Wie kann das denn passiert sein? Luca. Neun von 12, also Emilia, was ist denn das? Achso, Parma, Luca, Modena, das sind die 3 sogar. Staaten in der Staatsregion Emilia, Parma, Lucca, Modena. So. Neutral. Warum? Zu unserer Zollunion wechseln? Machst du nicht, weil... Minus 55. Wir können mal die Beziehung verbessern hier. Mal gucken, ob das jetzt nach oben geht. Minus 55, Lucca. Das ist das Kleinste von den Kleinsten da hinten. Marktöffnung. Wir glauben, dass sich diese Länder unseren Feinden anschließen, Österreich. Ja, damit hat man einfach schon mal Österreich gegen sich. Vielleicht verstehe ich aber auch zu wenig von dem Ganzen hier, als dass... dass ich das wirklich hinkriegen könnte. Beziehung verbessern geht nicht. Handelsvertrag vorschlagen geht auch nicht. Minus 1000. Eieieiei. Bündnis bilden.
Verteidigungspakt. Warte mal, ein Bündnis, ein Diplomatiepakt zwischen zwei Ländern. Länder, die ein Bündnis eingegangen sind, dürfen mit mir schon immer füreinander Partei ergreifen, ungeachtet dessen, ob die andere sehr aktives Interesse an der Betreuungsstadt hingehört. Okay, die sind aber auch herzlich. Die mögen uns. Und die hier, die sind von der Beziehung her neutral. Die nicht, ne? Nein. Gut, dann könnten wir denen hier auch nochmal die Beziehung verbessern mit Modena. Kostet uns zwar ein bisschen was, aber ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Oppositionsmitglieder bringen Forderungen vor. Pragmatischere Mitglieder einer Interessensgruppe, und zwar der katholischen Kirche, die der Verabschiedung eines Gesetzes derzeit kritisch gegenüberstehen, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern, sofern man ihnen gewisse politische Zugeständnisse macht. Letztere wären allerdings bei einer anderen Interessensgruppe nicht gerade beliebt. Was meinen die denn? Also wir bekämen 15% mehr Chance dafür, die Interessensgruppen Zustimmung der Industriellen minus 3, was okay wäre, weil die dann immer noch so viel hätten, ja, dass das passen würde. Wir würden also 15% Chance dazu kriegen. Oder andersrum. Na, da ist ja die Entscheidung schnell gefällt. Ja, da ist die Entscheidung sehr schnell gefällt. Nun gut. Ich sag mal, wir gucken mal auf den Markt. Wie läuft es denn hier gerade so? Die Würstchen gehen aus, das ist ein Problem. Eisen, naja. Handelsrouten nach Französisch. Wir exportieren Eisen nach Französisch? Ist es denn ernst? Nach Frankreich? Oh, war das jetzt das Falsche? Die Halschlinse. Handelsaktion. Importhandelsrouten. Exporthandelsrouten. Ne, warte mal. Ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Handelsrouten. Wir importieren Eisen. Ne, warte mal. Wir exportieren nach Land. Ich verstehe es immer noch nicht, weil das hier einfach nicht sortiert ist dann. Nach Waren. Eisen. Zwei sizilianische Routen. Wir bekommen Eisen, ne? Oder gibt es hier nochmal? Nee, irgendwie nicht, ne? Wir importieren hier. Das ist Export. Ja. Ja, dann weiß ich es gerade auch nicht genau. Wir haben schon wieder plus 2,8. Das ist halt verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Wir haben eine Menge Geld. Derzeitige Einnahmen 5,8, 6,9. Das ist natürlich schon schön. Ich bin gierig. Hier könnten wir mit Wein, mit Luxuskleidung könnten wir was machen. Ne? Luxuskleidung ist ziemlich gut. Ja, warum machen wir eigentlich nicht ein bisschen was mit Luxuskleidung? Hä? So, einfach mal Watt. Derzeitige Einnahmen 16. Achso. Ist ganz kurz auf 16 hochgesprungen, mir ganz kurz erschrocken jetzt hier. So, plus 5,4, das bedeutet natürlich, dass wir jetzt wieder was machen können. Ne? Wir könnten jetzt hier wirklich, nee, können wir immer noch nicht. Regierungsgehälter. Militärgehälter sind schon over the top quasi. Ich überlege, was könnten wir mit unserem Geld anfangen? Wir könnten versuchen, den Bausektor umzustrukturieren. Aber das würde uns wirklich 13k kosten. Beziehungsweise hier, ja, 13,2.
Haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir würden 8 Karmise machen. Wir würden aber auch 25 Baumeer kriegen, ne? Das wäre natürlich schon eine Hausnummer. Andererseits... Ach, lass uns einfach irgendwas erweitern. Was haben wir denn hier noch? Stahlskelettbau. Oh, lass uns mal gucken, ob wir den Stahlskelettbau vielleicht finden. Stahlbeton. Stahlverarbeitung. Da. Ist das Militär? Nee, oder? Oder ist das Gesellschaft? Hier, es ist Stahlskelettbau. Dafür müssen wir erst die moderne Kanalisation erforschen. Und dann das nochmal. Und da habe ich mit dem anderen Let's Play, mit dem Schweden, auch schon so ein Problem. Ich weiß nämlich nicht, wie ich den Eiffelturm baue. So. Bisschen komisch. Freunde der Nacht, wir machen an der Stelle erstmal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube, es wird eine recht ruhige Woche, so wie es sich gerade entwickelt. Aber das werden wir sehen in der nächsten Folge von Victoria 3. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye.